Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AFOA Group Media Kanal an. In der heutigen Episode werden wir diese AEG Trockner, Wäschetrockner reparieren, wo der Riemen gerissen ist. Ich werde euch jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Schraube zeigen, die ihr aus- bzw. am Ende eindrehen müsst, damit ihr selbst diese Riemen tauschen könnt. Also legen wir mal los. Also erstmal zeige ich euch, welche Werkzeuge ihr braucht, um diesen Vorgang durchführen zu können. Erstens braucht ihr einen Schraubenzieher oder so einen Schraubendreher mit einer Torx 20 Bit. Ich empfehle euch, diese längere Bit zu verwenden, weil es gibt eine Schraube, die tiefer ist und wenn ihr das rausnehmen wollt, müsst ihr nicht, dann kommt ihr mit einem normalen Bithalter nicht rein. Dann braucht ihr eine Zange. Egal was für eine Zange, ihr müsst damit eine Feder an das Motor wieder auf seinen Platz zurückführen. Und ich empfehle euch, so eine magnetische Schale zu benutzen, wo ihr die Schrauben reintun könnt und die gehen nicht verloren. Und es schadet nicht, wenn der Bit auch magnetisch ist. Also erstmal zeige ich euch, was das Problem ist. Wenn ich den Gerät einschalte, na, komm, dann hört ihr, dass der Motor läuft, aber ihr seht, dass ihr nichts seht, weil der Trommel sich nicht dreht. Beziehungsweise bei der letzten Trocknung, wo das Gerät noch funktioniert hat, haben diese lose Enden von den halb gerissenen Riemen schon innerhalb des Geräts so eine klackernde Geräusch gemacht, wie diese Strähne an das Metallgehäuse geschlagen haben. Eine gute Rat, kauft keine AEG-Geräte. Wir haben tatsächlich die schlimmste Erfahrung mit dem Service. Von dem Techniker in diesem Gerät wurde schon einmal das Motor getauscht. Meiner Meinung nach war das Problem nicht mit dem Motor. Die haben vier Termine dafür gebraucht. Viermal haben sie drei verschiedene Inder geschickt und keine dieser Inder wusste, was zu tun ist. Die haben sogar einen Bauteil von dem Gerät verloren, wie ich gerade bei den Überprüfungen das Problem gesehen habe. Also kauf keine AEG, kauf Bosch und Siemens, die sind besser. Und für den Motortausch wollten die irgendwie 400 Euro. Dieser Riemen, der neue Riemen, kostet von 8 Euro bis 15 Euro. Ich habe den teuren 15 Euro Riemen gekauft. Und wie ihr eure eigene Ersatzteil bestellen könnt, hier auf das Riemen ist sein Nummer drauf gedruckt, wenn ihr das lesen könnt. Hier steht 7PH. 1971. Diese Nummer gibt ihr im Internet ein, in der Google, und da findet ihr schon den passenden Teil. Der erste Schritt ist, dass wir den Wasserbehälter entfernen. Bitte passt auf, wenn ihr den Wasser, diese Kondenswasser, nicht direkt in den Abfluss ableitet mit diesem kleinen Schlauch hier hinten, dann kann sein, dass da Wasser drin ist. Der nächste Schritt ist, dass wir den Deckel von dem Gerät entfernen. Dazu haben wir hier eine Schraube und hinten haben wir hier eine Schraube, den hier, und hier haben wir eine Schraube. Also drei Schrauben, damit kommt der Deckel runter.
Wenn die Schrauben entfernt sind, dann ziehen wir mit einer Bewegung den Deckel nach hinten weg. So. Der nächste ist, dass wir die zwei Seiten des Gerätes entfernen. Dazu müssen wir die vier Schrauben hier oben lösen. Hier und hier und hier, hier und hier und hinten, Entschuldigung, und hinten die Schrauben in diese Reihe. Ne? Alle vier Schrauben hier runter und hier auf diese Seite auch vier Schrauben. 1, 2, 3 und 4. Ja? Wenn ihr die Schrauben entfernt habt, dann müsst ihr die Seiten einfach nach oben anheben und die Seiten lösen sich. Also erstmal eine kleine Führung, was ihr hier drinnen findet, bevor wir weitermachen. Wenn ihr die Seiten runternehmt, dann werdet ihr irgendwo so eine halb oder ganz zerrissene Riemen finden. Das ist hier natürlich das Trommel von dem Gerät. Und das ist hier das Motor. Diese Welle treibt den Riemen an. Das ist eine Spannpulli. Die wunderbare AEG-Techniker haben schon den Ring am Ende dieser Welle schon verloren. Und ihr findet diese Feder irgendwo liegend oder schon rausgefallen. Das spannt das Riemen bzw. zieht den Motor nach vorne. Dadurch wird der Riemen gespannt. Um den neuen Riemen, um das Trommel zu federn zu können, und das ist wahrscheinlich eure größte Fragezeichen, wie das geht, müsst ihr den Rücken, das Gerät ein bisschen lösen, damit ihr das Rücken von dem Trommel wegziehen könnt. Es zerfällt das nicht, es wird auch nicht so großartig viel Platz geben. Um das machen zu können, müsst ihr diese zwei Schrauben, diese hier, diese zwei und diese Schraube schnell lösen und dann geht's weiter. Der einzige gute Sache an der AEG ist, dass alle Schrauben sind gleich. Das heißt, ihr müsst nicht gucken, welche Schraube ihr von wo rausgenommen habt. Wenn ihr die Schrauben entnommen habt oder rausgedreht habt, dann könnt ihr sehen, dass der Rückwand des Gerätes sich bewegt. Eigentlich könnte man das auch ohne Ausdrehen dieser Schrauben machen, aber dann besteht das Gefahr, dass hier ist eine Dichtungsgummi um das Trommel und dass ihr das bei dem Austausch der Riemen kaputt macht. Was ich vergessen habe zu sagen, natürlich in diesem Situation könnt ihr oder in diesem Zustand könnt ihr das Gerät viel leichter staubsaugen. Das ist voll mit Fussel. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal gründlich den Gerät auszusaugen. Und jetzt kommt das, was wovor euch fürchtet, wie man das Riemen um den Trommel zieht. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt den Band oder der Riemen und ihr drückt das hier in den Spalt rein und von zwei Seiten, wie ich euch gleich zeige, zieht ihr den Riemen einfach nach unten.
wenn ihr hier ankommt, dann seht ihr, dass der Trumm auf so eine Rad aufgesetzt ist. Da lässt ihr einfach den Kabel mit dem Drehen des Trommels um das Rad springen. Wie ihr seht, das Band ist schön um das Trommel. Jetzt müssen wir das nur noch auf der Motor auffädeln. Also noch einmal, diese Welle hier dreht oder lässt unsere Riemen laufen und diese Spannpulli wird den Trommel dann mit dem Hilfe der Feder hier eingehangen spannen. Ich zeige euch jetzt, wie der Riemen drauf gehört. Also so ist das Riemen richtig auf seinem Platz. Jetzt müssen wir nur noch den Motor hinspannen mit dem Zange. Um das Riemen zu spannen, müssen wir den Feder hier oben reinhängen und der andere Ende der Feder kommt in dieses Loch rein mit der Zange. Und jetzt stecken wir noch die Maschine ein und wir testen einmal, ob alles funktioniert. Ich schalte den Gerät ein und starte. Der Riemen könnte ein bisschen mehr in der Mitte von dem Welle sein, also ich schiebe das mit dem Finger ein bisschen zur Seite. Noch einmal Start. Und jetzt ist es perfekt. So, der Trommel dreht sich. Es bleibt nicht anders übrig, dass wir das Gerät wieder zusammenbauen. Das werde ich euch mit einer schnelleren Aufnahme zeigen. Ich gehe nicht noch einmal alle Schrauben durch. Der einzige wichtige Sache ist, wenn ihr kein Handschraubendreher benutzt, dann sollt ihr den Akkuschrauber auf den leichtesten Ratsche Einstellung stellen und dann vorsichtig beim Eindrehen der ersten Schraube immer höher und höher gehen, bis ihr das Gefühl habt, dass der Schraube komplett reingedreht ist, aber noch nicht durchdreht. Das ist ganz wichtig, weil diese Blechschraube kann man sehr schnell kaputt machen, beziehungsweise den Blech dahinter.
Also, das Gerät ist fertig. Wie ihr sehen könnt, der Trommel dreht sich. Ne? Wenn der Video euch gefallen hat, dann abonniert das Kanal, drückt einen Like-Knopf. Wenn es nicht gefallen hat, dann drückt einen Dislike-Knopf. Das sehe ich sowieso nicht bei YouTube. Und kommt zurück bei dem nächsten interessanten Video, wo wir etwas reparieren oder kaputt machen. Tschüss!